Folge Nummer 4 von Avorion, zweite Staffel. Wir hatten letztes Mal hier Ringens abgegeben, den Auftrag, und haben dann 15.000 Credits jetzt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen mehr kriegen. Ne? Dann müssen wir mal schauen, was hier so los ist. Was haben wir denn hier so? Da gibt's ja auch schon mal einen Auftrag. Ach so, wir sind schon drauf. Was bieten die denn am schwarzen Brett an? Lieferung Energiezellen einfach. 7,9. Könnte man gleich schon machen, oder? Erstmal angucken. Du brauchst 119 Frachtraum und du musst den 119 Frachtraum, den haben wir schon mal nicht. Schade. Gaskollektor, Lieferung Helium. Du brauchst 150 Frachtraum, den habe ich auch gerade nicht. Wir könnten natürlich uns ein bisschen erweitern, ne? Was haben die? Energiezellen in 119, ne? Hatten wir das gerade oder war das auch 119? Das war auch 119, okay. Die haben nix. Hier gibt's sonst nix. Da, was haben die? Lieferung Altmetall, 117 Frachtraum. Ich glaube, wir müssen unseren Frachtraum vergrößern, aber mit 5,4 ist es schlechter. Ich glaube, wir sollten dann doch hier die teureren nehmen, ne? Was war das? 7.900 und das Helium? Ah, nicht Güter handeln. Das Helium war 8,7, also das ist noch besser. Also wir können die Anzahlung machen, wir haben den Frachtraum, können wir uns gerade bauen. Den haben wir ja hier, wie viel haben wir Frachtraum? Sehen wir da nicht. Feuerkraft, Fracht, ach wir haben doch 179, ich dachte wir hätten gar nicht genug, nur Don. Brauchen wir noch nicht mal dran rumbasteln, ne? Nein, wir wollen das nicht, wir wollen das und wir wollen das und das war das Helium, das akzeptieren wir erstmal, aber wir fliegen erstmal ein Stück näher. Da ist unser Schifflein. Bitte letzte Nachricht wiederholen, okay. Gut. Dockpunkt hätte ich gerne. So, dann nochmal das Ganze. Schwarzes Brett. Gucken nochmal rein. Ist noch 150. Akzeptieren wir. Neue Mission Lieferung. Helium. Helium erhalten. Und wir müssen wohin? Da hinten. Na super. Da gibt es aber kein Sprungtor hin. Das ist auch doof. Ja, okay. Ich werde mich auf die Reise dahin machen. Und wir sind dann, wenn nichts zwischenkommt, gleich wieder am neuen Zielort. So, da sind wir jetzt im Zielsektor. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir hin müssen. Einmal die Mission aufrufen, ne? Lieferung Helium braucht wer? Raumjägerfabrik, Gamay. Dann gucken wir, dass wir die Raumjägerfabrik haben. Da ist sie. Die ist da schon ausgewählt. Also einmal dahin. Schauen wir, dass wir da hinkommen. Oh, das war zu schnell geflogen. So, bitte ein Dockingport in der Nähe einmal. Traktorstall dran. Auswählen. Und das Helium abliefern. Und wir haben wieder ein bisschen Geld gekriegt. Wo ist es? Da. Jetzt sind wir schon bei 23.000.
Gut. Die Raumjäger haben aber nichts hier, ne? Können wir nochmal hier kurz F aufdrücken. Naja, kein Auftrag. Oh, ich glaube, jetzt haben wir gerade nicht so toll reagiert. Jäger bauen. Aha, wir dürfen keine Geschäfte mit uns machen. Ja, die verbessern auch gerade nicht die Beziehung, ne? Wenn wir da drauf schießen. Okay, das mit dem Schießen fällt mir gerade ein, dass wir das vielleicht noch gerade hier machen sollten. Maschinengeschützturm, sollten wir mal beides die 1 geben und dann ist das vielleicht ein bisschen besser, weil wir jetzt nämlich die 1 auch abwählen können und können nicht schießen. So, manchmal ist das besser, wenn man nicht schießt, ne? Militärstation, Aufgabe. Schwarzes Brett. Ja, das wäre Geld, was sehr schön wäre, aber das können wir uns nicht leisten. Oh, was ist das denn hier? Das ist ein Asteroid, der so hier rumfliegt und vielleicht können wir den gerade mal, sag schon, in Beschlag nehmen. Jetzt was verpasst. Kann man nicht interagieren mit? Nee, leider nicht. Schade, ich hatte gerade die Hoffnung, dass es so ein schicker ist, den wir, ne, gerade mal vorher hätten können. Gut, dann nicht. Da haben wir ein Tor. Was machen wir jetzt? Das ist die gute Frage, ne? Naja, ist ein normaler Asteroid. Lass mal auf der Karte gerade gucken, wie wir sind denn auch so 594 Asteroiden. Wir sollten vielleicht mal gerade gucken, dass wir in einen Sektor kommen. Wie dieser hier eben. Da waren wir ja schon. Der 1200. Also wir nehmen das Nordtor und dann bauen wir da noch ein Dingens, sag schon, ein Miner. Und der kann dann für uns da noch ein bisschen minen, ne? War das unser Tor hier? Das Nordtor? Ne, das ist ein Südtor. Warte mal, hier oben ist eine Dingensfabrik. Eine Ausrüstungsdock. Das ist mir jetzt gerade wichtiger, das nehmen wir erstmal. Aber warte mal. Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass wir da Ausrüstung kriegen, ne? Doch, geht. Was haben wir denn hier so? Transporter, Software, Energie, Quantum, Radar, Schild, Geschütz, Schild, Standard, Radar, Energie nach Schild. Okay, das war jetzt leider nix. Special Offer, 30% Radar Upgrade. Können wir uns sowieso nicht leisten. Maschinen geschützt und Doppelpoint, Dreifachpoint, Doppel, Dreifach, Doppel, Maschinen, Doppel, Doppel, Doppel. Ja, leider keine Abbaugeräte da. Ja, gut, dann brauchen wir da nicht hinfliegen. Da war jetzt nichts dabei. Warte mal, lass uns hier nochmal gucken. Forschungsstation gibt es hier auch. Sehr schön. Pilzfabrik, okay. Dann gucken wir doch mal, was so eine Pilzfabrik für Sachen braucht. Ressourcenknappheit, Biogas. Oh, einfach 62. Aber da muss ich bestimmt zu viel anbezahlen, was ich nicht habe, oder? Du brauchst einige Güter, um Hilfe zu bekommen. Und das, ach so, wir müssen, das ist Ressourcen, aber die wollen was haben. Können wir uns da nicht so wirklich leisten. Wir wollen lieber etwas haben zum Liefern, weil da kommen wir besser mit klar. Hochdruckröhren. Was müssen wir denn anbezahlen? Anzahlung 37.100. Oh, das ist aber schade, ne? So viel Geld haben wir noch nicht. Aber das wäre jetzt dann wieder ein Deal gewesen für uns erstmal. Gut, dann haben wir das nicht. Da gibt's auch was. Militärstation, aber das war die Millionensache, glaube, oder? Da gibt's ein Ressourcendepot. Na. Na, falsche Taste F. Die wollen Metallplatten haben. Da ist noch eine Pilzfarm. Biogas brauchen die. Da ist noch eine Pilzfarm. Brauchen die auch Biogas? Auch Biogas.
Frage, wo du das Biogas herkriegst, ne? Schiffswerft hatten wir aber auch schon. Militärstation hatten wir. Wir können ja mal gerade hier nochmal durchchecken. Forschungsstation ist nicht. Ressourcendepot. Achso, da ist kein. Ah, wir können auch auf der Übersichtskarte. Sehen wir da am Rande auch die Dingens so? Also die Pilzfarmen sind das. Und die Schiffswerft, die haben wir aber schon. Handelsposten ist da oben. Ne, die haben keine Aufträge da dran stehen, ne? Müssen wir gerade nochmal so gucken. Dann sehen wir die ja nicht. Sind die am Rand auch mit dem Ausrufungszeichen? Nee, sind sie leider nicht. Die Ausrufungszeichen kommen erst hier auf der Karte. Aber ist ja so auch schon nicht schlecht. Ich glaube, die Pilzfarm haben wir und den Handelsposten weiß ich jetzt gar nicht. Ob wir den schon angefragt haben. Ja, haben wir. Gut, Sektor, da können wir eigentlich verlassen. Und wir wollen ja sowieso hier hin. Weil mehr Asteroiden und da wollen wir Miner bauen. Gut, Tor. Wo ist ein Tor? Südtor, okay. Welche Fraktion ist denn das Südtor? Keine Ahnung, nicht unsere. Nächste Tor. Ich sehe gerade kein Tor. Muss aber noch ein Tor geben. Ah, da ist es. Dann fliegen wir durchs Nordtor. Gut. So, da sind wir drinne. Und dann gucken wir, dass wir da noch einen Miner bauen. Okay. Das ist eine Gefahrenzone. Sehr interessant. Aber wir können ja erstmal gerade hier durchchecken, oder? Energiezellen. Müssen wir anzahlen, das können wir uns leisten. 132 Frachtraum hätten wir auch. Aber eigentlich wollen wir erstmal Miner bauen, oder? So. Nee, das war verkehrt. Wir müssen ja erstmal in unsere kleine Drohne. So, und dann können wir... Nee, machen wir nicht. Einfach aus dem Grunde, weil wir müssen erstmal in die Nähe einer Station kommen. Das bringt ja sonst nichts, ne? Das ist eine Korvette. Beziehung neutral. Jetzt ist sowieso die Frage. Ich glaube, die sind am nächsten hier, ne? Oder? Nein, nicht wirklich, oder? 32. Die sind am nächsten. Gaskollektor. Können ja mal gerade schnell reingucken, was die im schwarzen Brett haben. Lieferung Sauerstoff. 11.000. Das wäre natürlich schon mal Geld, was wir dann haben, ne? Die schweren Sklaven machen wir nicht. Sollten wir das vielleicht tun? Also es ist schon eine Ecke Geld für uns.
glaube, das nehmen wir mal an. Das ist noch viel Geld, was wir machen können, oder? Wir haben den Sauerstoff erhalten. Und jetzt den wohin bringen? So weit weg. Und dann über den Riss. Ey, das geht ja gar nicht. Okay, das ist halt das Schicksal so einer Geschichte dann, ne? Das heißt, Nord-Nord-West-Turm ist gut. Tor, nicht Turm. Gucken, dass wir das schnell erledigen. Ja, ich würde sagen, ich fliege dahin. Wenn nichts passiert, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ja, nach mehreren Sprüngen durch irgendwelche Tore und dann den Hyperraum noch genutzt, sind wir dann am Ziel angekommen. Jetzt müssen wir nur gucken gerade, wer kriegte denn die Lieferung Sauerstoff? Der Empfänger ist in Sektor 3, der Kunde ist auf Ressourcendepot. Aha, keine Ahnung, wie es heißt, ne? Sehr schön. Ressourcendepot wird das wohl sein. Also dann müssen wir da abliefern. Hier gibt's auch irgendwas in dem Sektor. Hier wird gerade auch angegriffen. Okay. Gerade noch so die Kurve gekriegt, bevor dagegen geknallt sind. Naja, okay, das war nix, weil wir müssen noch näher ran. Der Traktorstall funktioniert irgendwie nicht. Jetzt funktioniert er interessanterweise erst, aber egal. Okay, Lieferung 150 Sauerstoff. Das machen wir. Danke, wir haben die Anzeigen zurückerstattet und die Zahlung auf Ihr Konto überwiesen. Ah, jetzt gibt's hier einen Gefahrensektor. Naja, aber wir sind jetzt mit 32.000 schon mal ganz gut unterwegs und da geht schon mal was weiter, oder? So, was haben wir denn noch hier so im Angebot? Nix, okay. Gut, aber hier gibt es auch irgendwie eine Besonderheit in diesem Bereich und die sehen wir wohl wahrscheinlich da, oder? Kann das sein, dass das jetzt hier unser, sag schon, Asteroid ist, den wir einnehmen können und verticken können? Das wäre natürlich richtig cool, weil dann machen wir gerade mal ganz viel Geld. Na, zu schnell sollte man da doch nicht drauf zufliegen, ne? Dann crasht man da vielleicht rein, oder? So, F interagieren, das ist ja schon mal richtig cool. Wir nehmen den einen und dann drücken wir nochmal F und einen Asteroid verkaufen. So, da kann man mit denen, wo wir gerade mit gehandelt haben, am meisten Geld scheffeln. Ne, mit den unteren, die... Ja, jetzt wäre die Frage, wie ist es hier Föderation von Uva? Ja. Nee, Ivas. Okay, da sind wir kurz davor. Bei denen stehen wir uns schlechter. Hier gibt's Piraten. Okay, ich glaube, dann sind es ja die, so hohe Armee macht am meisten Sinn zu machen, damit wir hier den Status besser kriegen, ne? Die hohe Armee macht natürlich am wenigsten, allerdings ist es dann so, dass wir definitiv Geld gekriegt haben. Also 120.000, das ist schon mal was. Und ist das denn jetzt schon mit denen die Beziehung besser? Nein, ist immer noch neutral, ne? Oder ist sie gut? Ne, die war schon gut, ne? Haben wir nur gestärkt. Ja, dann war das jetzt doch nicht so der... Hätten wir vielleicht die Neutralen hier nehmen sollen, wir Helden, ne? Okay, mit denen waren wir mal schlecht unterwegs. Mit denen
Gruppe ausgezeichnet. Also die Neutralen hätte man nehmen sollen. Naja, ist jetzt egal. Sind wir los, haben auf jeden Fall unser Geld gemacht, was ja auch nicht verkehrt war. Wir können niemandem helfen, dafür sind wir zu schwach. Leider. Handelsposten. Was hat der denn da so im Angebot? Da soll man Bier liefern. 150 Bier, du brauchst 50 Frachtraum. Das können wir uns alles leisten, ne? Aber nichtsdestotrotz machen wir das gerade nicht. Was war das? Ich glaube, wir sind hier über. Ich glaube, wir schauen mal, dass wir das... Oh, guck mal, hier gibt es ein großes Tor. Cool. Guck mal, da kann man da ganz weit springen. Das ist eine schöne Entdeckung gewesen jetzt. Okay. Auf jeden Fall sind wir hier viel zu schwach für. Das heißt, wir müssten mal zusehen, dass wir Leine ziehen. Nochmal Karte. Gibt es hier? Ne, da gibt es nur dieses Tor. Okay. Das bedeutet, ja, wir springen wieder in diese Richtung, um dann da, hier seht ihr den Weg, den wir eben geflogen sind, dahin, ne? Ja, in unserem Dingens ist nichts am Blipsen. Gut, das bedeutet, wir gehen wieder auf Kurs gen ruhigere Gefilde. Jetzt haben wir gerade hier noch 680 Asteroiden, sind jetzt auch nicht so die, wo ich sagen würde, die möchte ich gerade nehmen. Hier sind wir ganz alleine. Koordinaten ausgewählt. Berechnen mal schnell. Und dann springen wir auch. Der Asteroid ist hier irgendwie im Weg, ne? Da ist eine Station und ein Asteroid drüber. Das ist schon krass, oder? Das ist wohl der Fehler, oder soll das eine Station darstellen? Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall hier schon mal... Nee, ich wollte die Station haben. Ach so. Das ist eine Eismine, die so groß ist. Ja, das ist gerade irgendwie ein Grafikfehler. Kann das sein? Wenn wir da unten rechts gucken, dann sieht man das nicht so richtig, ne? Was haben wir denn hier? 1960 Materialien. Da ist ein Tor. Ja, komm, flieg mal gerade näher zu dieser Eismine hin. Ah, Titanium ist hier schon. Ich glaube, es wäre sinnig, wenn wir hier einen Miner haben, der hier jetzt abbaut. Und die sind kräftig am Arbeiten hier, ne? Ein Ölbohrturm ist das, okay. Das ist jetzt nicht die Eismine. Die ist irgendwo anders. Aber krass, oder? Dockingport ist da. Ich glaube, ich nehme den nicht. Der da gefällt mir viel besser, der Dockingport. So, und dann wollen wir mal gucken, ob wir Crew kriegen hier. Ja, das geht. Das bedeutet, ich baue hier. Jo, dann würde ich sagen, machen wir uns hier einen schönen Miner hin. Aber ich denke mal, wir sind ja eine ganze Ecke schon hier durch die Gegend geflogen. Das machen wir dann in der nächsten Folge, den Miner bauen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare, herzlich willkommen. Schreibt was rein. Mächtiger Apfel, leider nicht mehr da. Kann er sein, weiß ich nicht. Aber wenn, dann komm noch mal und melde dich. Und dann haben wir da ja noch... die Möglichkeit, dieses Video auf anderen Kanälen zu teilen, wäre schön, wenn ihr das macht, dann kriegen andere damit, dass hier eine neue Staffel Avorion läuft. Alles klar, bis dann, macht's gut, tschüss!